Hallo ihr Lieben, heute gibt es eine Geschichte von einem Kuscheltag. Wenn sie euch gefällt, gebt mir bitte einen Daumen hoch. Danke fürs Anhören und viel Spaß. Ein Kuscheltag. Der kleine Alexander wohnt mit seiner Mama und seinem Papa am Waldesrand, weil sein Papa Förster ist. Der Förster passt auf die Tiere und den Wald auf. Am letzten Sonntag war sehr regnerisch. Der Himmel war nur grau. Alexander kuschelte sich zu Mama und Papa ins Bett. Da war es immer schön warm und es roch so gut nach Mama und Papa. Alexander drückte sich ganz eng an Papa, nahm dessen Arm und legte ihn über seinen Bauch. Der Förster schlief nämlich noch. Doch auf einmal wurde Alexander wild abgeküsst. Der Papa war munter geworden und gab Alexander viele kleine Küsschen auf die Wange. Alexander lachte auf. »Papa, hör auf, dein Bart kitzelt doch!« Er windete sich aus Papas Arm und legte sich schnell zu Mama. Die sollte ihn beschützen. Doch jetzt küsste Mama ihn ab. »Hilfe!« rief er. »Zwei Kussmonster!« Alexander nahm ein Kissen und wehrte damit beide ab. Die Gelegenheit wurde genutzt und es gab eine Kissenschlacht. Danach waren alle drei munter und hatten Hunger. »Können wir heute mal im Bett frühstücken?« fragte Alexander. »Das haben wir schon so lange nicht mehr gemacht.« »Okay«, sagte Mama, »dann los.« Alle drei bereiteten zusammen das Frühstück vor. Papa legte eine Decke auf das Bett und dort stellten sie das Essen darauf. Die Getränke kamen auf die Nachtspinnchen. Sie setzten sich um das Essen herum. Lecker und gemütlich. Von der Decke eingehüllt war schön kuschelig und dann lecker frühstücken. Danach musste nur etwas vorsichtig die Decke abgenommen werden und das Bett blieb krümelfrei. Nach dem Frühstück lümmelten sich alle auf die breite Couch und kuschelten dort weiter. Sie spielten ein Spiel nach dem anderen. Unter anderem spielten sie »Ich kenne ein Märchen«. Einer sagte Stichpunkte, was in dem Märchen vorkam. Zum Beispiel sagte Alexander »In meinem Märchen kommt vor ein Junge, ein Mädchen«. Mama sagte »Brüderchen und Schwesterchen«. Alexander schüttelte mit dem Kopf und fuhr fort. Papa, eine Katze, der Müllersbursch und das Kätzchen? Fragte Papa vorsichtig. Nein, freute sich Alexander. Ein kleines Haus, eine Hexe, Hänsel und Gretel, riefen Mama und Papa gemeinsam. Stimmt. Habt ihr es auch gewusst? Und mögt ihr genauso gern Märchen wie Alexander? Am liebsten mag er die Märchen der Brüder Grimm. Wenn er erst einmal in der Schule ist, wollte er ganz schnell lesen lernen, um die Märchen selbst lesen zu können. Wenn Mama sie ihm vorliest, dann ist es ein ganz besonderes warmes Gefühl, was Alexander hat. Vor allem, wenn es draußen regnet oder schneit und es kalt ist. Daran dachte er gerade und er bat seine Mama, einen leckeren Kakao zu machen und ein Märchen vorzulesen. So saßen sie dann alle drei zusammengekuschelt, den warmen Kakao vor sich, und Mama begann zu lesen. Es war einmal. Sie hatte das Märchen von den drei Federn ausgesucht. Es ähnelt ein bisschen dem Märchen von dem Müllersbursch mit dem Kätzchen. Die mag Alexander besonders gern. Nach dieser Kuschelpause ging es wieder mit Spielespielen weiter. Als sie dann doch richtigen Hunger bekamen, bestellten sie sich eine riesige Pizza. Wieder saßen sie eng aneinander auf der Couch und schauten sich einen Märchenfilm an. Das liebte Alexander. Sonst gab es nämlich kein Fernsehen beim Abendbrot, nur an den Kuscheltagen. Doch auch der schönste Tag geht einmal zu Ende und Alexander musste ins Bett gehen. Er wollte aber gern den Tag so beenden, wie er angefangen hatte. Bei Mama und Papa im Bett. Das durfte er auch. Er legte sich in die Mitte, Papa rechts und Mama links. Sie sangen zusammen noch ein paar Lieder
Und dann war tatsächlich Schluss für heute. Als Alexander sich in Mamas Decke kuschelte, dachte er noch einmal daran, wie viel Spaß sie heute hatten. Und mit einem Lächeln schlief er ein, umringt von vielen Märchenfiguren.